Ilhan Omar, Rashida Tlaib. Zwei demokratische Abgeordnete des US-Kongresses, die nicht nach Israel einreisen dürfen. Ins Rollen gebracht hat offenbar diese Entscheidung, ganz Trump-getreu, ein Tweet. Einer, der Druck machen sollte. Es wäre ein Zeichen großer Schwäche, wenn Israel den Kongressabgeordneten Omar und Tlaib die Einreise erlauben würde. Sie hassen Israel und alle Juden und es gibt nichts, was gesagt oder getan werden könnte, um ihre Meinung zu ändern. Sie sind eine Schande. Trump twittert, der israelische Ministerpräsident Netanyahu folgt prompt. Ein Einreiseverbot wird für die beiden Frauen verhängt. Eigentlich wollten sie Jerusalem und das Westjordanland besuchen, sich ein Bild von der Notlage der Palästinenser vor Ort machen. Nach unserem Gesetz sind wir nicht bereit, jemanden in unser Land hereinzulassen, der zum Boykott des Staates Israel aufruft. Tatsächlich gelten die beiden Musliminnen als Unterstützerin der Boykottbewegung BDS, sind starke Kritikerinnen der israelischen Politik gegenüber den Palästinensern. Doch die Hassaussage Trump sei schlicht eine Lüge, betonen auch andere Demokraten. Noch im Juli erklärte Israels Botschafter in Washington, dass ausnahmslos alle Mitglieder des Kongresses in Israel willkommen seien. Nun die Kehrtwende. Das ist bedauerlich, denn wir sehen Israel als eine Demokratie, als ein demokratisches Land. Es ist ein Land, das gerade einen großen Fehler gemacht hat und sie werden wahrscheinlich die Kosten dafür bezahlen müssen. Einige meiner Kollegen sind sehr überrascht, sehr wütend über diese Entscheidung. Eine Entscheidung Israels, für die sich Trump aber nicht mitverantwortlich fühlt. Nein, ich habe weder zu dem Schritt ermutigt noch davon abgeraten. Ich denke, beide Frauen sind so anti-israelisch und anti-jüdisch. Wenn andere so wie sie reden würden, wäre die Hölle los. Aber ich habe mit den Leuten da drüben gesprochen, gibt Trump zu. Omar und Tlaib gehören zu den vier Demokratinnen, die Trump schon mehrfach ins Visier genommen hatte. Zuletzt auch mit rassistischen Äußerungen bei Twitter. Weitere verbale Angriffe werden wohl folgen.